Los. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen. Wir sind wieder beim allsamstäglichen Verantwortungstreff, eine uralte Tradition von Schenker-Bewegung. Wir reden viel über Dinge, wir denken auch über allerhand Sachen nach. Warum nicht ab und zu drüber nachdenken, ob das überhaupt alles verantwortlich ist oder was die allgemeine Bedeutung von Verantwortlichkeit darin so sein kann? Wir haben hier jetzt seit einigen Wochen ein Kernteam, kann man sagen, die sich auch als digitale Kommune oder in der Vorbereitung als digitale Kommune verstehen. Das sind der gute alte Dylan, der Louis und meine Unbedeutendheit. Und es geht hier so im Redekreismodus herum. Also wir wechseln uns ab mit dem, was wir sagen. Also ich glaube, heute hatten wir jetzt eben gesagt, jeder hat so jeweils 4 Minuten. Die weiter mit dazukommen. Also heute haben wir auf jeden Fall die Gela mit dabei und es soll noch jemand kommen, der über Verfassung was erzählen will. Da haben wir so die Regelung, dass die sich einschalten nach den Beiträgen von den Kernleuten. Können sie an beliebiger Stelle sozusagen sich mit einschalten und dann was sagen und sind an dieser Stelle dann als Teil der Reihenfolge auch verzeichnet, sozusagen. Okay, das soll es als Einleitung gewesen sein. Ich reiche weiter zum ersten Beitrag an den Dill. Ja, ich beginne also mit den neuen Schaubildern, die es jetzt gibt hier. Einerseits, also, oder ich mache erst einmal die Bildergalerie für die Fernsehzuschauer kurz, die mal außerhalb meiner Zeit. Hier sehen wir also mich nochmal in einem anderen Bild. Dann sehen wir hier den Louis, können den nochmal ein bisschen vergrößern. Aber der ist eventuell ja nachher auch in der Kamera dabei. Dann sehen wir hier den Öff-Öff, der ja auch im Bilde ist. Brauche ich nicht nochmal Zeichen, die Flyer. Dann nochmal ein Bild mit mir, mit einem anderen Outfit. Dann unser Supervisionsangebot. Ja, und jetzt ganz kurz, jetzt beginnt mal die neuen Bilder, die ich jetzt für heute habe. Da sieht man jetzt also für die Gela, die es ja nicht sehen kann, oben Weltrat der Weisen, der größere Kreis, da drin befindet sich der kleinere Arbeitskreis nextscientistsforfuture.de. Die Sendungen werden ja alle veröffentlicht im Rahmen unserer Mini-Online-Universität, weil wir das ja auch als Studiengang verstehen, für eben diese ganzen Bereiche wie Gesellschaftstherapie durch Gemeinwohlwirtschaft, SC Staatscoaching, PC ist Parteiencoaching, was wir ja sehr viel gemacht haben und jetzt wieder für nächsten Donnerstag mal einen Termin ins Auge gefasst haben. Dann haben wir das GUC, das Großunternehmenscoaching. Überall haben wir Anläufe gemacht, aber es ist noch nichts durchschlagend gewesen. Dann haben wir ja auch noch im Weltrat die Gesundheitsberatungssendungen, die Ernährungsberatungssendungen, also die Gesundheitstipps und Neues, wie sie auch im Weltratforum zu finden sind. Dann haben wir den Pfeiler Individualtherapie. Jetzt nähern wir uns auch der Kommunensupervision. Da geht es eben darum, dass da die Viad auch Anwendung findet. Oder das ist auch mein Teil in der Supervision, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie beziehungsweise vorteilbringende Irrtümerabbautechnik, soweit man das aus dem Gesichtspunkt der psychologischen Beratung formuliert. Und dann handelt es sich eben um eine Mehrgenerationen-Lebensgemeinschaften, Kommunensupervision, ja, beziehungsweise Kommunensupervision, Mehrgenerationen-Lebensgemeinschaften, beziehungsweise Kommunensupervision. Und das Plenum, das wir ja im Prinzip auch hier immer machen können, wenn es was ansteht, ist immer erstens Konflikte, beziehungsweise Mediation bezüglich der Konflikte, also Konfliktschlichtung. Zweitens Irrtümer, wo irr ich mich, wo irrst du dich? Und Wohlfühlen, dritter Punkt, Wohlfühlen, fühlen sich alle sauwohl und sind alle super glücklich in der Kommune oder müssen wir da was verbessern? Ja, und das ist sozusagen der Punkt und meine kurze Einführung.
geht weiter mit den anderen neuen Bildern. Wir hatten schon beim letzten Mal gehabt, die Bilder mit den vielen Sparten, mit circa 20 der 100 Sparten, die Diktatur der Sparten. Und hier haben wir nochmal die Diktatur der Sparten im neuen Schaubild. Da sieht man, wie also Geldscheine, Geld soll das sein, Geldscheine mit den Eurozeichen hier. Geld quasi diffundiert raus aus den Sparten, genauso wie deren vorteilbringende Irrtümer, in die auch dann und sich dann auch wiederfinden irgendwann in den Köpfen der Journalisten, der Spielfilmemacher, der Politiker und der Parteien, sodass wir also in einer vollständigen Gehirnwäsche, Massenmanipulation und sozusagen Propaganda der Sparten befinden, also in einer umfassenden Diktatur, wo die Sparten uns sagen, was wir zu denken haben. Und jetzt ist es natürlich total optimistisch, jetzt sozusagen anzunehmen, dass man als Einzelner irgendwie klar bei Verstand sein kann. Eigentlich geht das nicht. Jetzt sind wir wieder bei der Kommunensupervision, ja. Weil wir ja alle aufgewachsen sind mit Millionen tausenden vorteilbringenden Irrtümern all dieser Sparten. Und dass es also eigentlich ja nur eine Illusion sein kann, wenn man denken sollte, man sei nicht durchmanipuliert und hätte nicht zu arbeiten an bestimmten Irrtümern. Und darauf werde ich dann in der nächsten Runde eingehen. Wie können wir unsere Kommunen auch noch glücklicher machen? An welche Dinge müssen wir vielleicht sogar noch thematisieren? Oh, ja, aber ich gebe erst einmal weiter. Das kommt dann in der zweiten Runde. Und als nächster ist ja klassischerweise der Öff-Öff dran. Es sei denn, Gela würde sich jetzt schon dazwischen zu Wort melden wollen, ne? Dann könnte sie auch an die zweite Stelle rücken bei der Reihenfolge. Aber ich gebe einfach mal weiter und mal gucken, wer dran ist. Ja, öff. Was? Ja, Gela, wolltest du was sagen? Ja, nee, dann macht erst öff. Öff, bitte starten. Ja, danke schön, danke schön. Ja, also ich fange mal an, dann mache ich ja jeden Samstag kurzen Einblick, wie der Stand der Dinge ist. Ich bin auf jeden Fall in der Phase jetzt, und das ist gleich die Einladung an alle Zuhörenden, wenn euch irgendwas bewegt, was ihr denkt, es könnte wichtig sein, oder jetzt hier im Gespräch kommt etwas vor, wo ihr drauf eingehen wollt und vielleicht jetzt nicht direkt oder nicht in dem gewünschten Umfang hier direkt in diesem Gespräch. Meine Hauptaustauschplattform sollen Foren sein, weil ich habe so das Prinzip, über die wichtigsten Inhalte mit geeigneten Menschen in der besten Form kommunizieren. Und die beste Form von den Möglichkeiten, also außer wir wären natürlich alle zusammen, ne? Aber der Vorteil ist halt eben, dass auch für die, die nicht zusammen sind, heute Fernkommunikation möglich ist. Und die Form, wie das auf geordnetste und gründlichste Weise geschehen kann, ist nach meiner Wahrnehmung die Forumsform. Deshalb habe ich mich mit dafür eingesetzt, Zensur- und korruptionsfreie Internetforen als Startballons in die Welt zu setzen, weil ich glaube, eigentlich muss das der Hauptlebensnerv der gesamten gesellschaftlichen Organisation werden, diese freie Argumentekultur. Also, wer möchte, www.freie-argumente-kultur.de. Es soll noch andere Endungen geben, es gibt auch net, aber ist alles wackelig, wackeliger wahrscheinlich, ne? Man weiß es nie, morgen könnte auch das DE-Forum platzen, aber das andere ist wohl wackeliger als das DE-Forum, deshalb sind wir da drauf konzentriert. Also da seien alle, die möchten, zu der besten Austauschform eingeladen. Und ich schwimme auch hierzu rum, meine Aufgaben alle möglichst erfüllen zu können, aber habe mir den Ehrgeiz gesetzt, jeden oder jeden zweiten Tag da reinzuschauen. Und ja, in dieser Phase, das jetzt auch wirklich zu machen, bin ich angekommen.
Gleichzeitig sind ein paar Sachen, die so wichtig sind, dass ich da wirklich terminlich schon wieder hinterherhänge fast. Also ich bin hier in dem dichtesten Projektgeflecht, was wir in den 30 Jahren in Deutschland aufbauen konnten. Das ist die Gegend Marburg-Stadtallendorf mit 5, 6 Projekten und mehreren Trägerorganisationen, Vereinen, Genossenschaften und so weiter, freie Aktionsgruppen. Und da bin ich unter anderem weiter im Moment im Anfangsaufbau einer Genossenschaft, die für mich so die erste in den 30 Jahren ist, die in heftigsten Auseinandersetzungen, also so zumindest der Stand jetzt, es geschafft hat, die freie Argumentekultur als grundlegendsten Boden zu behaupten. Also gewollt war es schon, auch früher, aber die Konflikte wollten es aushebeln und es scheint sich zu behaupten, die freie Argumentekultur. Gleichzeitig haben wir hier spannende Sachen wie eine Wiese am Rande von Marburg, die wirklich so ist wie Tarzanland, also Real Utopia, Oase. Ein Standort als Protest gegen Naturzerstörung, Autobahnbau. Dann lebe ich natürlich hier auch in der Kommune, also ich will nie mehr privat irgendwie leben, sondern nur noch in solchen Gemeinschaftsexperimenten, wie das in der Anzeige von Dillen ja auch zum Ausdruck gebracht wurde. Und hier machen wir auch unter anderem Versuche, Freilernort zu sein, also jedenfalls, dass man eine Alternative darstellt zum Schulbesuch für Kinder, was aus meiner Sicht unter den gegebenen Umständen eigentlich nicht mehr verantwortet werden kann. Ja, das mal so als Einblick. Also ich helfe von hier aus nach außen mit. Am wichtigsten, vom Anspruch her am wichtigsten finde ich das Projekt in Berlin, das Demokratiefürsorgecamp, das Zeltcamp dort. Danke, Luis, dass er so als Orga-Vertreter da ist. Gela ist sowieso ein Eckstein dieses Projektversuchs. Und ich bin da unter anderem beschäftigt jetzt, das muss ich heute oder morgen fertig machen, eine Antwort an die Oberstaatsanwältin in Berlin, weil ich ankündige, was ich auch schon gemacht habe, mit illegalen Zeltaktionen dagegen zu protestieren, dass dieses Zeltcamp keine offizielle Genehmigung bekommen hat. Ja, da kann ich für Einzelheiten und je nachdem, wie sich das Gespräch sonst jetzt entwickelt, in meinem nächsten Beitrag dann mehr sagen. Ich reiche weiter, entweder Angela, die was sagen möchte, oder sonst ist der Louis, glaube ich, der Nächste. Gela, wolltest du was sagen? Nee, dann jetzt Luis erst, ja? Luis erst. Ja, danke. Also ich bin hier übrigens mit der Antonia, die wurde nicht von jedem, glaube ich, mitgeschnitten. Die ist gerade. Ja, ich bin seit gestern wieder im Zeltcamp. Heute war so eine Demo im Osten Berlins. Da habe ich, also Ja, ich bin. Luis, wieder so laut wie möglich sprechen. Du bist wieder sehr viel leiser als Delphef. Ja, ich streng mich an, danke. Also heute war eine Corona-Demo, da war ich mit der Gela und da habe ich den AndrewMelcher.com kennengelernt. Der wollte eigentlich heute auch hier sein, ein Amerikaner. Der ist seit 10 Jahren mit dem Versuch beschäftigt, seine verbesserte Verfassung den Leuten bekannt zu machen. Er wird angeschaut wie ein Verräter in den USA, wenn er anmerkt, dass er eine Verbesserung zur Verfassung hat, meint er. Gleichzeitig meint er, dass wenn nur 1% der Bevölkerung überzeugt ist, dass das eine tolle Alternative ist und die Information weitergibt, dann müsste man das kippen können. Also da er nicht hier ist, führe ich mal ein bisschen weiter aus. Also ich hatte das Gefühl, dass es sehr interessant wäre, Dylan und ihn. Piept ganz schlimm, jetzt nicht mehr. Also ich bin sehr neugierig auf den Austausch zwischen Andrew und Dylan. Und der Andrew hat scheinbar gemeint, als die USA gegründet wurden, da war ein Abgeordneter gegenüber 2500 Bürgern. Und mittlerweile ist es wohl 1 zu 1 Million. Und es gibt scheinbar auch ein Gesetz, dass in jedem Bundesstaat nur drei Lawmaker, also scheinbar Leute, die über Gesetze entscheiden,
sein dürfen. Und er meint, das führt halt zu sehr wenig Leuten, die Gesetze machen. Er nennt das dann eine Oligarchie und dass das total offensichtlich ist und totaler Quatsch. Er hatte auch den Vorschlag, dass die Bürger nicht geheim wählen. Dadurch ist Wahlmanipulation quasi stärker auszuschließen. Die Abgeordneten allerdings wählen geheim. Dadurch besteht die Möglichkeit, egal wie gut sie bestochen sind, können sie trotzdem zusätzlich ihrem Gewissen folgen und die Schmiergelder einfach so einstreichen. Und man kann als Abgeordneter einfach seinem Gewissen folgen. Fand ich interessant, dass er so Feinheiten hat, die mich an Dylan erinnern. Und insgesamt möchte ich noch sagen, das habe ich auch schon in dem einen oder anderen Chat jetzt geäußert, habe ich den Mark Passio über YouTube gefunden. Die Antonia und ich sind in einem interessanten Seminar immer freitags. Da ist wahrscheinlich noch Platz für weitere Menschen. Da sind wir teilweise zu viert oder zu fünft. Da wurde über die Symbolik, na egal. Jedenfalls der Typ, der das Seminar macht, der hat mir den Mark Passio empfohlen. Der Typ ist auch sehr spannend, der das Seminar macht, der Michi. Aber der Mark Passio redet sehr klar, dass jede Form von Regierung Sklaverei ist und dass es eine Illusion ist, dass Menschen unangenehme Lebensbereiche wie Selbstjustiz machen, wenn es nötig ist, an die Polizei delegieren, in der Hoffnung, dass sie dann nur noch erfreuliche Lebensbereiche haben. Er vergleicht das mit Kleinkindern, die den Scheiß an die Mami abgeben, also die schwierigen Aufgaben, und dass das nicht realistisch ist, dass man niemand das Recht übertragen kann, Gewalt auszuüben für einen selber, sondern dass jeder halt das Recht auf Selbstverteidigung hat und dass niemand über andere herrschen darf und die Leute, die es gibt quasi entweder die Anarchisten oder die Leute, die Sklaverei unterstützen. Und ja, das finde ich sehr interessant. Ich habe das Gefühl, dass er das gleiche ausmalt wie der Öffi. Teilweise habe ich das Gefühl mit noch prägnanteren Kurzformulierungen. Allerdings nehme ich an, ist er selber noch im Staat drin. Ja, und da bin ich auch der Hoffnung, dass es insgesamt dazu führt, über diesen Typen, den ich anschreiben will, wie auch den Reggae-Musiker, der sich nicht mehr gemeldet hat, der war nicht mehr online die letzte Zeit, wie auch den Andrew, dass wir ins freie Argumente austauschen, auch auf Englisch kämen. Da frage ich mich, was die genaue Übersetzung ist von freier Argumentekultur. Da Argument, glaube ich, auch im Sinne von Streit ja, benutzt wird. Ja, damit lasse ich es erstmal und freue mich, dass auch die Gela da ist. Ich würde vorschlagen, falls die Antonia mit vollem Mund jetzt ein paar Sentenzen loslassen will, würde ich erst sie dran nehmen, will sie nicht. Damit ist die Gela dran, wenn sie möchte. Dankeschön. Ja, Gela, sag mal was, wenn du was jetzt sagen möchtest. Ja, eine Sekunde, ich drehe dich laut, ja, Gela, ich drehe dich kurz laut. Dann rede ich jetzt einfach darüber, was mich im Moment beschäftigt, oder? Ja. Ja, los geht's. Los geht's. Ja, also ich habe vor ein paar Tagen, nee, gestern bei einem Museum war ein Plakat, da stand Übergangsgesellschaft, was mich sehr berührt und aufgewühlt hat und zum Nachdenken gebracht hat. Übergangsgesellschaft, zu was von einem Übergang, das kann natürlich jetzt positiv in unsere Richtung gehen. Aber wenn ich so dran denke, wie viel Veränderungen es im Grunde schon gab, sagen wir, die einfach totgeschwiegen wurden, sagen wir, angenommen, bei Schweinegrippe oder Ebola oder was weiß ich, wurde irgendwas gespritzt und oder Medikamente ausprobiert und keiner hat davon geredet. Die Menschen haben das nie erfahren, dass Schweinereien passiert sind. Also wenn die Bevölkerung
nicht drüber nachdenkt weiter über das, was im Moment so abgeht, dass sie das selbstverständlich halten, dass sie alle durchgeimpft werden, wenn die Wahrheit nicht ans Licht kommt, sagen wir es deutlich jetzt. Das ist so einfach. Dass darüber nicht berichtet wird, dass mir das ganz schön Sorgen macht. So, das ist gerade eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Und dann gebe ich es weiter jetzt bitte. Ja, dann drehe ich die Technik wieder zurück bis zum Pfeifen. Ja, so, jetzt müsste auch die Gela uns wieder hören. So, ja, dann klappt die Technik soweit. Ja, und dann werde ich jetzt mal darüber sprechen, was... da ist der Luis jetzt auch im Bilde. Jetzt komischerweise, warum jetzt da aufgereiht? Ach so, Luis ist jetzt doppelt drin, deswegen. Nee, jetzt einfach wieder. Jetzt ist wieder in Ordnung. So, also, ich will jetzt darüber sprechen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Also erst einmal zur Politik und Partei- und Verfassungsfrage. Ja, das war sehr interessant, was Luis geschildert hat, so mit diesen Feinheiten der Regulierung, damit das System nicht ausgetrickst werden kann. Aber eigentlich sind das alles wieder Dinge, wo man versucht, wieder die Wähler nicht zu Wort kommen zu lassen, wieder nicht die Wähler zum Bestimmer zu machen. Warum machen wir nicht die Wähler zum Bestimmer mit der Wohlfühlstimme, mit den Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten? Warum messen wir nicht einfach, auch wenn es natürlich ein gewisser Aufwand ist, einfach Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jedes Unternehmens, führen vollständige Produkthaftung ein und machen jeden dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass es allen anderen gut geht oder er geht pleite, fertig aus. Das ist doch, überall sucht man nach Wegen, nur um die Wähler nicht zu Wort kommen zu lassen, nur um die Menschen nicht sagen zu lassen, ob ihnen das, was alles abläuft, eher schadet oder eher nutzt. Die einzigen, die das feststellen können, sind ja die Wähler selber. Und die statistische Auswertung kann das ja präzise erfassen. Aber ich glaube, unser Problem ist ja nicht die Politik. Bei uns war heute auch Demo und ich habe etliche Flyer verteilt von der Partei des Gemeinwohls. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben gar keine Chance, weil das, was ich vorhin in dem Bild gezeigt habe, das Bild zeige ich jetzt nochmal, nämlich dass die Gehirnwäsche durch die Diktatur der Spaten so allmächtig ist, dass man dagegen gar nicht ankommt, weder mit einer Partei noch mit der Werbung für eine Kommune. Es gibt aber auch noch die zweite Möglichkeit, dass wir noch Reserven haben in dem, und da die meisten hier die Kommune interessiert und nicht so sehr die Partei, ist die Überlegung, haben wir noch Reserven darin, Mitglieder für die Kommune, wir sind ja heute Abend hier die digitale Kommune sozusagen, ja, die Online-Kommune, aber Leute zu begeistern für die Kommunen, gibt es da noch Reserven? Und da stellt sich die Frage für mich so, wenn jetzt Öff zum Beispiel, dass der Öff vielleicht gleich mal darauf antwortet, dann in seinem Beitrag, wenn jetzt jemand käme und sagen würde, was haben wir denn in der Kommune zu bieten? Na gut, der Dillen, der will in der Kommune, dass es neben
Singles, neben Paaren, also Zweierbeziehungen aller Art, neben vielleicht Polyamoren, Kleingrüppchen, auch noch Gruppenehen geben soll oder vielleicht eine Gruppenehe pro Kommune geben soll, sozusagen, in der dann auch die Sexualität völlig befreit ist. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, bei all dieser Gehirnwäsche, die hier überall geschieht, ja, bei all dieser unendlichen Gehirnwäsche ist es schwer vorstellbar, dass auch nur ein Mensch in sich nicht sexuell unterdrückt sein könnte, nachdem wir alle von der Geburt an sozusagen körperfeindlich und sexualitätsfeindlich dressiert worden sind und überall vorteilbringende Irrtümer auf unser Gehirn eingehämmert haben, ist es eigentlich nicht vorstellbar. Auch ich bin noch an bestimmten Stellen verklemmt. Ich bin immer noch, habe immer noch Scheu vor Männern und so weiter, vor Körperkontakt mit Männern. Also wir sind alle irgendwo eventuell verklemmt, ja. Und jetzt aber. Jetzt meine Frage an Öff zum Schluss jetzt ist quasi so, was ist, wenn jetzt jemand käme, der sagen würde, ja Öff, was bietest du den Leuten für eine Lebenslust? Beschreibe doch mal noch deutlicher die Lebenslust, die du den Leuten bieten willst, denn die könnten doch jetzt auch sagen, ja der Öff bietet mir eigentlich, dass ich zum Beispiel meinen Raubbau an der Erde darauf verzichten soll, ich soll Ressourcen einsparen, ich soll klimafreundlich sein und alle anderen machen so weiter wie bisher und lachen sich kaputt über mich, der für sie die CO2 einspart und die anderen können jetzt munter noch mehr CO2 ausstoßen, weil wir ja darauf verzichten sozusagen. Was mehr als ein Weg des Verzichtes möchte Öff mit den Kommunen den Menschen bieten? Wie sieht da das Lebensglück aus, nachdem Dylan ja vor allem das sexuelle Glück befreien möchte und die Liebe und das Geliebtwerden im Leben ganz stark machen will. Ja, wie würdest du solch einem ketzerischen Kritiker der Lebensqualität unserer Kommunen antworten? Ich gebe weiter. Ja, danke schön, danke schön. Ich gehe auf ein paar Punkte ein. Gern erstmal auf das, was der Dylan da gerade gefragt hat. Da haben wir, Dylan und ich, uns ja eh ein bisschen ausgetauscht per E-Mail und im Forum steht es auch schon. Ich muss meinen Beitrag noch da eintragen ins Forum. Wenn ich gut bin, dann mache ich das auch heute noch, also zeitlich, wenn ich das schaffe. Und ich bin auch der Ansicht, dass es in solchen Kommunen in vieler Hinsicht ein schöneres Leben geben kann. Also Menschen, die miteinander teilen, statt sich auszubeuten. Und Menschen, die locker drauf sind, die sich gegenseitig vertrauen können, die müssen nicht so an ihren Besitz sich klammern oder darum konkurrieren, brauchen die Ellenbogen nicht so gegeneinander oder haben nicht solche Ängste und können auch sonst, ja, also die wildesten Sexualspiele kann man machen mit Partnern, denen man vertrauen kann. Und sonst ist das ein ganz gefährliches Ding alles. Ja, also da glaube ich, gibt es auch ganz schöne Dinge, die die Kommune bieten kann und die attraktiv sind, auch um Leute anzuziehen. Aber ich bin da ja eigentlich, ja, wie soll man sagen, strenger oder anspruchsvoller in dem, was ich den Menschen so meinerseits sage, also worauf es eigentlich ankommt. Ich habe als Antwort dem Dylan dann auch geschrieben, dass bei den Bonobos es ja vielleicht okay sein kann, wenn die Frauen zumindest für die Frage, mit wem sie ein Kind bekommen, danach gehen, also wer bringt jetzt am meisten Früchte an. Aber wir Menschen sind da auf einem anderen Wirk- und Verantwortungslevel angekommen. Also als Bild sage ich immer, wenn wir uns das als Familienbauernhof vorstellen, was da so geschieht in unserem Leben oder in einer Gruppenorganisation, die wir eingehen, dann ist es zwar auch gut, wenn sich jemand um die Apfelbäume kümmert oder ein anderer um den Fuhrpark, dass der Trecker fährt oder ein anderer mistet den Stall aus oder was auch immer. Alles gut, aber es stehen ganz andere Möglichkeiten im Raum, worum wir Menschen uns kümmern müssten. Also wie wir die Dinge gestalten können, wie wir sie auch vermurksen können und wie wir sie gut erhalten können oder weiterentwickeln können. Konkretes Beispiel ist immer,
Es bringt gar nichts. Also wenn dann der Familienrat zusammenkommt, dann kommt einer und sagt, hier sind wieder drei Kisten Äpfel. Und dann sagt einer, ja, aber wir haben ein ganz anderes Problem. Also wir sind verschuldet bei der Bank und in ein paar Tagen geht der ganze Hof flöten. Wenn wir da nicht ein Konzept für entwickeln können, wie wir damit umgehen können. Oder eben auch, wir werden hier bedroht, was weiß ich, durch wirtschaftliche Ausbeutung. Wir werden bedroht durch Krieg und anderes. Und dann wäre ein menschlich Bonobo-Kommunenmitglied, was da besondere Kompetenzen hat, zu verhandeln, ob jetzt mit der Bank oder den wirtschaftlichen Ausbeutern oder den Kriegsgegnern, den Drohenden, hätte eine ganz andere Qualität. Und insofern glaube ich, dass, wenn man es ganz zu Ende denkt, auch bei der Frage, was ist für einen Menschen die höchste Qualität, sich selbst zu spüren, und miteinander sich zu spüren und zu wissen, da ist beim anderen jetzt die Kompetenz am meisten auch im Mittelpunkt oder entwickelt, die am wichtigsten ist, dann ist es, dass wir als denkende Tiere richtig denken können und die Willenskraft auch haben, das, was wir dann als richtig herausbekommen, zu tun. Und da bin ich dann knallhart in meiner Formulierung halt, die Reife dieser höchsten Lebensqualität in sich und im Miteinander zeigt sich daran, dass wenn alles andere wegfallen würde oder noch mehr zugespitzt, wenn dadurch, dass ich das Richtige denke und mit ganzer Willenskraft tue, es dazu führt, dass keine Äpfel mehr da sind, es dazu führt, dass ich versklavt werde, es dazu führt, dass ich erschossen werde, was auch immer, dann ist all diese äußere Qualitätsfrage völlig unbedeutend gegenüber der Frage, bin ich meinem Wesen treu? Bin ich in meiner Vernunftseele? Bin ich in dem der Hingabe für das, was im Ganzen sinnvoll und moralisch oder verantwortlich ist? Und ja, darauf kommt es an. Und so würde ich denn einem Menschen, der jetzt überlegt, in die Kommune zu kommen, würde ich sagen, prüfe, ob du für dein höchstes Wesen, deine Vernunftseele leben willst, wenn du merkst, dass das das Tollste, Schönste ist, wo du dich durch nichts anderes mehr von abbringen lassen würdest, dann hast du das Wesen des Glücks erfasst. Und das wird in so einer Kommune in einer Form geboten wie nirgends sonst. Und sieh das als Grund und stell alles andere dahinter zurück. Ja, bin ich schon wieder vorbei mit meiner Zeit, so, dann gehe ich auf das, was der Louis gefragt hat, später ein. War schon bip, 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 bip. Ja, toll, super, dann gebe ich weiter erstmal. Luis, Antonia, ihr seid dran. Ja, danke, danke. Ja, fand ich interessant deine Ausführungen, Öffi, und auch gut gesagt, dass es um dass man die Menschen selber entscheiden lässt. Also ja, spannend. Was würde ich denn sagen? Also der Marc Pessio hat sogenannte Memes gemacht, so ein Bild von einem Polizisten, der sagt, um die Menschen vor Kidnappern und Gewalttätern zu schützen, haben wir das Recht, Leute zu kidnappen und mit Gewalt zu behandeln, nur bestimmten Leuten gegeben. Also es ist irgendwie noch ein bisschen besser formuliert, irgendwie damit wir keine Kidnappings und Gewalttaten mehr haben bei uns nur bestimmte Leute das Recht zu kidnappen und Gewalt auszuüben. Naja, und Jesus mit seiner Dornenkrone sagt, ich bin ein Anarchist, aber alle meine Befürworter sind Sklaven. Also Marc Pessio hat unterschieden zwischen Anarchisten und Statisten. Und die Statisten sind die, die einfach mitmachen und letzten Endes direkt die Sklaverei unterstützen. Und Jesus meint, ich bin Anarchist, aber alle meine Follower sind Statisten oder die Mehrzahl meiner Follower. Naja, hat mich beeindruckt und genau, da bin ich gespannt, was Öffi noch zu sagt. Oder ihr alle. Und ja, ansonsten kaue ich immer noch
nicht zu vergessen, dass egal wie gerecht ein System ist, und um mich rum sind jetzt viele Menschen dabei zu versuchen, das System oder ein alternatives System unter dem Zeichen der Gerechtigkeit aufzubauen, die Chance ist extrem hoch, dass durch die Lethargie der Menschen in dem System einzelne Ungerechtigkeit etablieren, und der einzige Weg, wie das verhindert wird, ist durch die Wachsamkeit der Menschen, und so gesehen bräuchte man gar nicht erst ein gerechtes System, beziehungsweise müsste man nicht irgendwie sich das genehmigen lassen von irgendjemand, sondern könnte es einfach gleich schon vorleben. Naja, ja, und ja, ich war ja bei meiner Familie und habe mich auseinandergesetzt, auch mit denen, wie wir das machen könnten, dass die Dinge, die ich geerbt habe, wie wir damit umgehen können. Und ja, wurde konfrontiert auch mit meiner Angst vor dem Staatsausstieg wieder. Und aktuell haben wir wieder eine neue Vereinbarung, meine Familie und ich. Und ich habe wieder quasi Motivation für einen weiteren Anlauf. Jetzt muss ich wieder diverse Orga-Dinge erledigen. Und vielleicht klappt es dann. Vielleicht habe ich dann wieder neue Ausreden oder neue Verunsicherungen. Ja. Und wenige Leute lassen sich auf so ein Gespräch ein von den Leuten, von denen man das denken könnte. Bei dem Michi, der dieses Seminar macht, der mich auf Marc Pestio hingewiesen hat, habe ich hohe Hoffnung dadurch, dass er sich mit diesen Inhalten auseinandersetzt, dass er selber die Folgerichtigkeit auch sehen müsste. Ich habe ihn auch ins Forum eingeladen, aber das hat bisher noch nichts gebracht, glaube ich. Da werde ich versuchen, speziell diese Gedanken... Alles klar, danke. Speziell diese Gedanken, die ihn betreffen, in ein Thema zu packen und ihm den Link schicken. Na gut, Antonia, möchtest du was sagen? Ich habe gerade eigentlich nur einen Impulsgedanken, als du das Thema mit Gewalt angesprochen hast. Und zwar hatte der Pestio, den hast du ja durch den Michi entdeckt. Und der sprach ja davon, dass, wenn wir sagen, Gewalt ist keine Lösung, ist eigentlich eine Devise, die ich bisher auch immer befolgt habe, dass Gewalt eine Lösung sein darf und kann, mit dem simplen Beispiel des Chirurgen, dass es da erwünscht ist und die Lösung und Hilfe bringt. Und irgendwie kam mir gerade dann halt einfach der Impuls, das einzuwerfen und mal wissen zu wollen, was ihr dazu sagt. Ja, ich gebe weiter. Kela, magst du? Sag nur kurz ja oder nein, dann muss ich dich erst laut drehen. Nein, ich möchte im Moment nicht. Ja, dann gibst du also weiter erstmal jetzt. Du kannst ja in der nächsten Runde dann wieder was sagen. Ja. Alles klar. Ja, dann, also ich bleibe mal dabei, dass ich sozusagen noch rauskitzeln möchte, die Attraktivität für die Kommunen, denn wie gesagt, die Partei ist ja sowieso für die meisten, die heute dabei sind, nicht so das Vorrangige, sondern die Frage sozusagen, können wir eine neue Gesellschaft über ein Netzwerk hochattraktiver Kommunen aufbauen? Das ist ja der zweite Weg, wie man wirklich echte Transformation ja hinbekommen könnte, denn der Parteiweg scheint auch sehr mühsam zu sein. Ich glaube, dass die meisten Leute, also ich erlebe das hier in Köln auf der Straße, die meisten Leute interessieren sich schlichtweg für gar nichts, für rein gar nichts. Und geschweige denn, auch Kapitalismus beenden und durch Gemeinwohlwirtschaft ersetzen, das interessiert auch praktisch niemanden. Ne? Das sind alles Dinge, da tut sich nicht viel, ja. Und Öffeff hat ja eben richtig gesagt, das stimme ich ja voll zu, dass die natürlich
eine Frucht, Früchtebäume schenke oder Früchte schenke, dass das natürlich nicht vergleichbar ist mit höheren geistigen Leistungen, die vielleicht über das die Existenz der ganzen Kommunen entscheiden. Und ich denke auch, dass ich würde mir auch wünschen, dass diese höheren geistigen Leistungen, denn schließlich bringe ich ja auch für die Kommunen genau solche höheren geistigen Leistungen, dass die auch in den Augen der Frauen mehr weit sein sollten als der Anbau von lecker schmeckenden, biologischen, ursortengezüchteten, rückgezüchteten Früchten. Ne? Das ist ganz klar. Aber sozusagen dieses höchste Glück, richtiges Denken. Ich mache jetzt, bleibe nochmal auf der ketzerischen Seite, um vielleicht von Öff dann auch nochmal eine die Zuschauer überzeugende Antwort zu finden. Ja, wenn jetzt die Frage ist, dieses richtige und verantwortungsbewusste Denken, das ja aber auch dann eine gewisse Lebensdisziplin zur Folge hat und so weiter. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel, ich heize grundsätzlich nicht, aber nicht aus Rücksicht auf das Klima, nein, sondern ich heize nur deswegen nicht, weil ich überzeugt bin, dass Heizung krank macht, dass Heizungsluft der Gesundheit schadet und so weiter, und deswegen heize ich nie. Aber das trifft sich nur gut, weil es auch fürs Klima natürlich gut ist, wenn ich nicht heize. Aber in erster Linie mache ich es wegen meiner Gesundheit. Ne? Und jetzt ist die Frage, höchstes Glück, richtiges Denken, ja, können das andere auch als höchstes Glück antizipieren, so heißt das wissenschaftliche Wort, können die sich das als Glück auch für ihre eigene Zukunft vorstellen ausreichend, ja? Ich mache nur noch mal das kontrastierende Beispiel. Der Sechsguru Bhagwan Osho, Bhagwan Sri Rajneesh Osho, da zogen Millionen zu ihm, ja. Ich während des Psychologiestudiums flogen wir da zu dritt runter nach Indien, nach Pune und so weiter. Und Millionen zog Osho aus aller Welt an und dann in Rajneeshpuram, da waren dann 10.000 Menschen, die an seiner Kommune teilnehmen wollten, eben weil er auch ein weltberühmter Sexguru war und so weiter. Und weil ja die Sexualität ja auch überall das meist unterdrückteste im Kapitalismus ist, wollten sich da auch viele Leute in der Hinsicht befreien bei ihm und mit ihm und so weiter. Ne? Und ich muss auch sagen, in Pune, also das war schon, also wir waren ja in den Gruppen fast immer nackt und so weiter, und es ging auch durcheinander und in allen Richtungen. Also es war schon alles sehr lebendig, muss ich sagen. Ja, da könnte ich euch jetzt viele Geschichten erzählen davon, sehr erfreuliche Geschichten. Und ja, und meine Vorstellung wäre ja so ein bisschen so, wie wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Luis Antonio, Luis Antonia und Gela so wirklich so frei sein könnten wie die Bonobos und miteinander leben könnten, dann hätte das vielleicht für den nächsten Mann dann in der Runde dann auch eine hohe Attraktivität, und so würde dann vielleicht die Kommune immer weiter wachsen. Ich kann nur sagen, dass ich halt gesehen habe, wie damals die körperliche Freiheit in der Kommune von Pune, wie das Millionen Menschen aus aller Welt angezogen hat, unter anderem dieser Aspekt, ja, nicht nur, aber wahrscheinlich schon als Hauptaspekt, ne? Sogar die Bild-Zeitung hat mit fetter Überschrift getitelt, der Sexguru in Indien und so oder so ähnlich, ne? Und ja, ich gebe das nur zu bedenken, die Frage, sind wir attraktiv genug, auch wenn wir sagen, naja, die Sexualität ist eigentlich nicht so wichtig in der Kommune. Ich gebe weiter. Ja, danke schön. Versuche ich mal kurz, etwas kürzer als beim letzten. Das war ja auch ganz wichtig, zu sagen, was ist eigentlich die höchste Leistungsfähigkeit, das höchste Wesen und die höchste Glückserfüllung, also das in seiner Vernunftseele zu sehen, ist natürlich ein ganz entscheidender Schlüsselinhalt. Jetzt nochmal drauf kurz zu antworten, was Dylan gesagt hat. Wenn sich mit dem vernünftigen und verantwortlichen Leben auch das freie Ausleben von Tanz, Musik, Theater, Sex, Essen, was weiß ich alles, verbinden lässt, ist es schön, und auf Dauer lässt es sich für alle Menschen nur durch die gemeinsame Verantwortung fürs Ganze bestmöglich verwirklichen. Wenn auf dem Weg dahin
weil eben zu viele Menschen das nicht in dieser Verantwortung für alle machen, also nicht so handeln, sondern egoistisch, kriegerisch, ausbeuterisch und so weiter. Wenn auf dem Weg dahin für den Menschen, der sich für die höchste Wahrheit und Verantwortlichkeit entscheidet, es Askese bedeutet, Entbehrung, Verzicht, angegriffen zu werden, umgebracht zu werden, dann ist er trotzdem im Wesen des Glücks, wenn er das dann hinnimmt und nicht wegen diesen äußeren Versuchungen dem Hauptweg, dem Seelenweg, das dazu zuwiderhandelt. Platt gesagt, man mag als Verbrecher noch so viele Sinnesgenüsse haben, man erreicht bei weitem nicht die unschuldige Freude dessen, der ethisch handelt. Und da gibt es ja eben auch noch ganz kurz dazu auch gesagt, es gibt ja bei den Gurus ganz verschiedene. Also viele Gurus und vor allem auch jetzt auch der Buddhismus haben erstmal die Vorstellung gehabt, wir müssen den Sinnen und allem entsagen, um dieser höchsten Geistes- und Seelenorientierung folgen zu können und uns darin aufgehen zu können. Dann gibt es den Weg von Buddha, der sagt, und den halte ich für den richtigen, es ist nicht das Nein zur Welt und zur Sinnlichkeit und so weiter, sondern es ist das mittlere Maß, der mittlere Weg, und das ist das, was ausgewogen ist im Ganzen. Also entspricht dem Verantwortlichkeit im Ganzen, global denken, lokal handeln. Alles, was dann darin seinen Platz hat, ist sozusagen als Puzzleteil gut eingeordnet. Alles, was nicht da seinen Platz hat, ist schädlich. Den Weg halte ich für richtig. Und natürlich gibt es auch die Gurus, die sagen, schmeißt euch in den Sinnesrausch und das führt zur Erlösung. Wenn es unschuldig geschieht, würde ich auch sagen, kann es okay sein, wird auch Buddha zustimmen. Wenn es nicht unschuldig ist, also es wird kein Verbrecher erleuchtet. Da kann er noch so viel spirituelle Akrobatik betreiben. Ohne die Läuterung in sich und vor allem die moralische Läuterung gibt es da keine mystischen Kurzschlüsse oder wie auch immer man sich das vorstellen mag. So, damit ein paar Antworten noch zu Luis und Antonia. Also mir erscheint das relativ unausgegoren, was die von euch zitierten Leute da sagen. Ladet sie ins Forum ein, damit wir das klären können. Also ich greife mal einen ganz wichtigen Punkt raus. Gewalt und Gewaltfreiheit. Also es ist ja nicht nur der aktiv, der Gewalt anwendet und die anderen sind Statisten, die nichts tun. Also das Christentum hat gewaltfreien Widerstand als Kernprogramm. Gandhi hat gewaltfreien Widerstand als Kernprogramm. Also es ist doch sehr platt zu sagen, dass wer keine Gewalt anwendet, ein nichtstuender Statist wäre. Und was heißt Gewalt? Natürlich, ich meine, ich kann auch sagen, wenn mir ein Zahn rausgenommen werden muss, an dem ich vielleicht sonst wegen Vergiftung sterben würde, ist Gewalt. Ja, schon gegenüber dem Zahn, aber nicht gegenüber mir unterm Strich. Also ich definiere Gewalt so, dass es ein Einfluss auf ein Wesen oder Ding ist, der dies in seiner wesentlichen Eigenschaft schädigt oder zerstört. Und Gewaltfreiheit ist ein Verhalten, was einem Wesen oder Ding in seinen wesentlichen Eigenschaften gut tut, es erhält oder fördert. Und was ist beim Menschen, da kann man ja die Menschen auch fragen, ne? Also wenn sie einen schlimmen Zahn haben, den rauszunehmen, wird keiner sagen, oh, du tust mir jetzt schlimme Gewalt an. Aber ihre Freiheit und Selbstbestimmung, das werden die Menschen schon als ihr Wesen ansehen. Und wenn da jemand einfach über sie hinweggeht, ohne dass sie dem zustimmen oder ohne dass sie denken, das tut ihnen gut, dann werden sie das als schlimme Gewalt ansehen. Also ist eine gesunde Wahrnehmung in meinen Augen, auch wenn sie das als schlimme Gewalt ansehen. Und dementsprechend ist das natürlich auch richtig und sinnvoll, erstmal auf Gewaltfreiheit zu bauen, weil wenn wir denkende Wesen sind, dann sind natürlich Denken und Argumente das, womit man erstmal zu Rande kommen müsste, bevor man zu äußeren Durchsetzungsknüppeln greift. Also wenn wir die sinnvolle, verantwortliche Entwicklung in der Welt wollen, dann ist der Weg über sinnvolle Argumente natürlich auch der richtige Weg, den wir so stark wie möglich entwickeln sollten. Also von daher ladet die Leute ins Forum ein. Also was ich bisher gehört habe, ist jetzt für mich nicht gerade irgendwie besonders hell. Ich gebe weiter. Luis, Antonia, ihr seid dran. Tja, Raffi, eventuell hast du nicht gut zugehört oder ich habe nicht gut gesprochen oder das ist tatsächlich so unhell, wie du wahrnimmst. Aber ich glaube, das ist eigentlich ziemlich hell. Aber ja,
Ausnahmsweise werde ich die Leute ins Forum einladen und ausnahmsweise werden sie vielleicht kommen und dann können wir das ja weiter dingsen. Ansonsten fasse ich es im Forum zusammen. Ja, und ja, die Gela hat mir ein tolles Material gegeben, um ein mehr oder weniger großes Schild zu malen. Da überlege ich natürlich, was da schlauerweise drauf kann. Vielleicht können wir da sogar langfristig über Fotos von eurem Mitgebrainstormen profitieren. Das alte Schild ist aus Pappe und ist durch Regen ziemlich verwischt. Und das neue Schild ist so die Rückseite von einem Parteiwerbewahlplakat, nicht aus diesem Wahlkampf. Und ja, das ist extra ausgelegt, um nicht nass zu werden oder halt Nässe zu überstehen. Vielleicht mache ich da mal Fotos meiner Ideen und schicke sie euch, dann könnt ihr mir Tipps geben. Ansonsten, ja, gebe ich einfach mal weiter. Danke. Du? Antonia will auch nicht. Gela, du bist herzlich eingeladen. Ja, Gela, eine Sekunde, ich muss dich erst laut schalten, gell? Ja. So, könnt ihr mich alle hören? Jetzt kannst du loslegen. Gut. Ja, ich bin immer noch bei dieser Übergangsgesellschaft gedanklich und höre natürlich immer wieder auch mein Thema bei euch raus. Also heute habe ich zum Beispiel, und das hat mich heute habe ich gehört, dass jedes Kind, das 6 Jahre alt ist, kann sich im Leben ohne Maske gar nicht mehr vorstellen. Die erinnern sich nicht mehr daran, dass es früher ohne Maske war. Die denken, es war schon immer so, dass man eine Maske getragen hat, als ein Kind mit 6 Jahren. Und im Grunde ist auch mit diesen Traumatisierungen der Gesellschaft, wo jeder, also sei es das Schicksal jetzt von Verwandten oder Freunden oder Arbeit verloren oder Selbstständigkeit aufgeben müssen, also einfach durch diese Traumatisierung der letzten Jahre, dass man nur ans Überleben denkt und in diesem Zug einfach das Wesentliche viele, das Wesentliche, und vor allem wenn wenn sie der Regierung glauben und den Mainstream-Medien. Ich habe heute auch angefangen, oder schon die letzten Tage, ich möchte auch ein neues Schild malen. Und habe heute schon einen Prototyp mit dabei gehabt auf der Demo. Da habe ich als Kernpunkt eigentlich keiner redet mehr von Umweltverschmutzung und Ausbeutung. Alle reden, im Moment wird drüber geredet, über Klimawandel. Und Corona und alle anderen Themen sind so in den Hintergrund gerückt. Und für mich sind so viele, also einfach, wo die falschen Leute eben dran verdienen, also Unwahrheiten. Ich mache mit dem Müll natürlich Elektroautos, Windmühlen, der ganze Betonherstellung ist eine ganz große Umweltverschmutzung. Krieg führen ist eine Umweltverschmutzung, eine sehr große Umweltverschmutzung, also Gifte und natürlich die Pharma, die jetzt das Grundwasser verseucht, die Medikamente meine ich. Die Abgabe der Eigenverantwortung bei der Bevölkerung ist ein schlimmes Leiden, finde ich, oder
viel mehr die leidenschaftslose Pflichterfüllung. Das Gegenteil eigentlich von dem, was wir leben wollen. Nachhaltigkeit und Friedensbüros oder Verantwortungsbüro in jedem Rathaus, Verantwortungsbildung in der Schule, das sind ganz andere Ansätze für eine Übergangsgesellschaft oder für die nächste Gesellschaft oder die zukünftige Gesellschaft zu konstruieren. Danke, das war's bei mir. Öp. Ach, das ist die andere Uhr, die klingelt. Sekunde. Ja. Ihr seid ganz leise. Ja, ich muss dich erst wieder umstellen. Jetzt müsstest du uns wieder gut hören, Gela, gell? So. Also. Erstens, Gela hat ja eben gesagt, richtig, die Kinder sind ja eigentlich auch, ich habe ganz bewusst das Bild mit der Gehirnwäsche, der Propaganda und der Massenmanipulation aufgeschlagen, wie die Sparten, die Diktatur der Sparten unsere Gehirne benebelt und zerstört. Und Gela hat ja das schöne Beispiel gebracht, dass den Kindern wurde ja eigentlich gesagt, Körperkontakt ist schlecht und gefährlich und deswegen musst du eine Maske aufhaben, die schützt dich vor den Gefahren des Körperkontaktes in gewisser Weise. Und dass die Kinder sich ein Leben ohne diese Maske schon gar nicht mehr vorstellen können. Und genau so funktioniert ja der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft, ja? Dass eben schon die kleinsten Kinder eigentlich etwas als normal empfinden, was aber pathologisch ist. Deswegen muss ich nochmal die Frage stellen, wenn wir als Erwachsene denken, dass unsere Vorstellung vom Liebesleben normal sei, stammt das aus uns oder sind wir genauso programmiert wie diese Kinder, die jetzt darauf programmiert sind, dass eigentlich Leben mit Maske eigentlich ganz normal ist? Und wir empfinden vielleicht Leben mit Kleidung als ganz normal oder Kontakt mit anderen Menschen relativ asexuell als ganz normal. Ja, wo ist da der Unterschied oder wo ist die Grenze? Oder könnte es nicht sein, dass wir so lange vielleicht auch den großen Kommunenerfolg deswegen auch vielleicht nicht haben, weil wir auch immer noch ein bisschen so sind, wie die Kinder, für die jetzt das Maskentragen normal ist. Für uns ist vielleicht auch eben es noch ganz normal, dass wir eben dem Kapitalismus gehorchen und eben den Kontakt zwischen Menschen und den Körperkontakt irgendwie auch noch für unheimlich halten. So ähnlich wie die Kinder, die die maskenfreie Nähe zu anderen Menschen jetzt für unheimlich empfinden. Ne? Ja, also von daher will ich damit ja nur darauf hinweisen, dass es unwahrscheinlich ist. Also dieses Schaubild, das ja jetzt alle außer Gela sehen können, hoffe ich, dieses Schaubild sagt ja eigentlich ganz klar, wer kommt wirklich auf die Idee, dass er als politischer Revolutionär wirklich frei sein kann von diesen unendlich vielen herumschwirrenden, vorteilbringenden Irrtümern, die uns alle von dem Tag der Geburt an infiziert haben, geistig, als Killerviren des Geistes, als parasitäre Meme, also dieser englische Meme-Begriff ist ein bisschen anders gemeint als der biologische Meme-Begriff sozusagen, als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes uns infizieren und unser ganzes Leben unterdrücken und so weiter.
ist, dass auch und dann also wie können wir auf die Idee kommen, dass wir schon befreit sind, obwohl wir doch in dem gleichen Kapitalismus durchmanipuliert wurden wie alle anderen auch? Sind wir vielleicht deswegen nicht so attraktiv, weil wir noch gar nicht viel anders sind als die Masse der Menschen im Kapitalismus? Und dann hat Öffe vorhin eben gesagt, Askese, wenn der Weg der verantwortungsvolle und der Weg des richtigen Denkens bedeuten würde, Askese und eventuell sogar umgebracht werden, dann ist das auch vorzuziehen, weil diese unschuldige, so habe ich es ungefähr verstanden, die unschuldige Freude dessen, der verantwortlich handelt, eben das Höchste ist, ja? Aber könnten da nicht Leute denken, na ja, gut, was der Öff lehrt, ist in erster Linie Askese und Selbstverzicht und so weiter. Und ich verstehe das ja auch, weil dieser Blick darauf, dass man natürlich die Regeln, alle Regeln so gestalten muss, dass es für das große Ganze insgesamt vernünftig und richtig und sinnvoll ist. Aber muss nicht der Mensch, der in eine Kommune ziehen soll, also muss der nicht vor allem die attraktiven Seiten sehen? Oh, deswegen meine letzte Frage jetzt an alle. Solltet ihr nicht alle Menschen, die ihr jetzt trefft, und ihr trefft ja scheinbar eine ganze Menge Leute, ganz offen fragen, warum findet ihr unser Kommunenangebot an euch nicht attraktiv? Warum macht ihr weiter was anderes? Was reicht euch nicht bei unserem Kommunenangebot für morgen, heute oder wo auch immer? Ja? Warum geht ihr einen anderen Weg trotz unseres Angebots? Was gefällt euch nicht bei unserem Angebot? Und vielleicht kommen wir dann der Sache näher, dass wir erfahren, warum. Und wie gesagt, die andere Möglichkeit ist, dass es einfach gar nicht geht, weil die Menschen durch nichts mehr zu überzeugen sind, was ich vermute, was es sein könnte auch, ja. Aber vielleicht müssen wir die Leute, alle Leute, die man trifft, ich versuche auch schon immer auf der Straße die Leute zu fragen, zum Beispiel, ja, warum engagiert er sich nicht für die Partei des Gemeinwohls? Was findet er daran nicht wirklich gut? Da kommen bis jetzt meistens nur irgendwelche Ausflüchte, aber da will ich immer mal weiterfragen. Also, was haltet ihr von meiner Idee, wirklich alle, die ihr trefft, mal zu fragen, warum sie sich gegen die Kommune zum Beispiel entscheiden oder gegen die Partei? Ja? Ja, also warum entscheiden sich die Leute gegen die Kommune und warum entscheiden sich die Leute gegen die Partei? Dass wir mal erfahren, vielleicht woran es liegen könnte. Ich gebe weiter. So, danke schön, danke schön. Eben hat meine Frau mich hier lustigerweise darauf hingewiesen, dass wir die ganze Sache peppiger machen könnten und vielleicht den Leuten eben so die Attraktivität des Kommunenlebens noch deutlicher machen könnten, wenn wir hier zwischendurch Kuss- und Zärtlichkeitseinlagen oder sowas mal bieten würden. ja, also Da ich finde spricht eigentlich, wir müssen nichts wirklich. dagegen. Natürlich nichts dagegen, sagt er denn. Ja, ich bin ja der Ansicht, wir müssen wahrscheinlich alle Register irgendwie ziehen, oder noch mehr Register jedenfalls, ne, bis hin dazu, dass wir vielleicht das Computerspiel brauchen. Wie bin ich als Aussteiger am glücklichsten, um die Kinder und Jugend dahin zu bringen? Ja, also da können wir nochmal weiterdenken, in der Richtung, die Attraktivität, die Peppigkeit zu erhöhen. Aber jetzt nochmal eben ein Satz zu dem, was du gesagt hast, Dylan. Ja. Wenn Leute kommen und sagen, ah, das ist Askese, ne, und wir werden durch was anderes glücklich, der Mensch, der Sinn und Verantwortung im Ganzen abhängig macht von irgendwelchen Belohnungen, die er sonst kriegt, oder unterordnen würde unter irgendwelche Belohnungen oder Späße und Lustempfindungen, bleibt ein Korruptionswesen. Wer meint, dass das für ihn glücklich macht,
wer meint, dass das eine Perspektive hat für die Menschlichkeit, die menschliche Gesellschaftsentwicklung, der soll das natürlich machen. Also ich gehe ja nicht hin und hau den Leuten keine Keule um die Ohren. Das, was ich sage, dass diese Unschuld, diese unschuldige Freude, die man hat, wenn man für Sinn und Wohl des Ganzen lebt, wenn man seine Vernunftseele darin wiederfindet, sich damit identifiziert und alles andere nicht sich dazwischen drängen lässt. Das ist die Botschaft eines Mahavira, eines Buddha, eines Jesus, eines Franziskus, eines Tolstoi, eines Gandhi, eines Sokrates übrigens auch an dieser Stelle. Und wer was Besseres hat, muss das Bessere machen. Ich rate jedem, das mal gründlich und zu Ende zu erforschen, zu durchdenken und in sich zu erspüren und dann dem zu folgen, was am meisten Kraft hat. Und mehr, also ich würde zwar auch sagen, lasst uns den Leuten eben auch, ne, Computerspiel, Sexeinlage, sonst was, lasst es ihnen auch in leuchtendsten Farben attraktiv erscheinen, aber nicht als Täuschung. Dass man ihnen sagt, darauf kommt es hier entscheidend an, ne, und kommt deshalb, weil dann werden sie sich geprellt fühlen oder eben wegrennen, wenn sich dann zeigt, dass es bei uns diese Wahrheit und Verantwortung im Ganzen als Schlüssel von allem gibt. Ja, das ist dazu zu sagen. Dann noch ein paar Sätze zu anderen anarchistischen Theorien. Also anarchistische Theorie ist weit gefächert. Es gibt auch egoistische Anarchismus-Theorien, Max Stirner und andere Leute, so nach dem Motto, worauf kommt es denn an? Ne? Ich mache mich glücklich, ne? Alles, was dem dient, ist richtig und in Ordnung. Und auf der anderen Seite eben die Linie, also der friedliche und soziale Anarchismus von Bakunin über Tolstoi bis Gandhi ist natürlich eine andere Dimension. Und also die Gefahr, dass wenn man sagt Anarchismus, dass das letztlich eine verkappte Form von Individualismuskult ist, womit man eben dann sagt, ich mache mich frei, ne, und meine Freiheit bedeutet, dass ich dann es mir irgendwie frei und schön mache. Und das andere sehe ich nicht so richtig. Da sind riesige Gefahren. Und ich mache das auch mal deutlich an dem Punkt, dass viele Alternative auch so Dinge sagen, wie es kommt doch auf die andere innere Bewusstheit des Menschen, also seine Wachsamkeit oder was auch immer. Und dann ist doch alles schon gerettet. Ne? Die äußeren Umstände, ne? Dass wenn es mit der richtigen Wachsamkeit geschieht, dann ist das doch wieder alles in Ordnung oder dann kann sich das alles vereinen. Kann es nicht. Also geschwisterliches Teilen, da brauche ich zwar auch von innen her die Einstellung, den anderen als Bruder und Schwester zu sehen, mit ihm teilen zu wollen, aber dann ist das geschwisterliche Teilen immer noch eine ganz andere wirtschaftliche Struktur als die Abrechnerei, Leistung und Gegenleistung oder gar eben mehr an Gewinn draus zu ziehen, wenn ich was gebe, für mich. Also insofern, die Wurzel von allem ist das innere Erwachen des Menschen, seine innere Orientierung, aber sie setzt sich dann um auch in den gerechten Strukturen, Entscheidungs- und auch Verteilungsstrukturen. Und sie ist kein Ersatz. Das innere Aufwachen und die innere Bewusstseinsentwicklung ist kein Ersatz dann auch für die veränderten äußeren Strukturen. Und insofern rate ich auch, also denen, die da so sagen, sind so anarchistisch und gegen den Staat, nicht nur ins Forum einladen, sondern fragen, habt ihr gleichzeitig noch den Mitgliedsausweis für den Staat in der Tasche? Ersetzt ihr vielleicht mit großen Worten die praktische Konsequenz? Und es ist auch wichtig zu sehen, also manche sagen dann, also ich treffe ja auch immer auf die verschiedensten Spielarten, dann sagen manche, ja, wenn aber Gewalt in Ordnung ist, dann kann ich den Staat doch auch täuschen, ne? Dann kann ich doch auch meinen Personalausweis behalten und es ist doch im Grunde genommen noch ein toller Trick. So wie ich dem Staat die Sozialhilfegelder vielleicht noch entziehe, damit da eben er da nicht Bomben verkaufen kann. Aber da habe ich ja gerade mit dir, Luis, im Forum über Zweck heiligt Mittel, haben wir ein Thema und haben uns da ausgetauscht. Und das ist letztlich nicht ehrlich und nicht stimmig. Und unter Menschen, die sich gegenseitig als denkende Menschen und mit überzeugenden Argumenten respektieren wollen, da ist der Weg, wenn ich gegen Gewalt bin, auch ohne Gewalt zu leben, damit immer friedlicher wird die Welt. Und wenn ich gegen Herrschaft bin, dann sollte ich ohne Herrschaft leben und ohne verantwortliche Beteiligung an Herrschaft, damit die Welt immer herrschaftsfreier werden kann. Das sind aus meiner Sicht die überzeugenden und stimmigen Strategien. Alles klar, ich gebe weiter. Luis, Antonia,
Ja, danke. Mein Handy ist leider kurz vorübergehend abgestürzt. Jetzt habe ich das Ende mitbekommen. Und ich bin ja wahnsinnig neugierig, was der Öffi geschrieben hat im Forum. Mein Punkt ist ja, dass der Öffi, so wie ich das verstehe, als jemand, der die Natur nicht ausbeuten möchte, sie halt aber ausbeutet und mit der Nutzung der technologischen Mittel die größere Massenwirksamkeit erzielt, wenn man unseren Impact so nennen kann. Also, nach Möglichkeit lauter, viel lauter. Ja, ist nicht so sehr nach Luft nach oben. Jedenfalls, der Öffi benutzt ja Handys und Computer, um seine Botschaft zu verbreiten und erreicht damit wenige Menschen. Und wenn er das alles gar nicht machen würde, das ist ja nicht. Jetzt hat es gerade gefiebt. Also, wenn er völlig nachhaltig leben würde, das heißt, ohne Stromtechnik im Wald würde er halt noch weniger Menschen erreichen, aber die dann vielleicht krasser überzeugen, weil meiner Wahrnehmung nach dann halt dieser Widerspruch nicht drin wäre. Vielleicht ist es aber auch kein Widerspruch, da bin ich neugierig, das zu lesen, aber dass man es jetzt vielleicht versteht, ich habe ja auch nicht alles gehört, was du gerade geantwortet hast, Öffi. Ja. Ja, damit gebe ich schon wieder weiter. Willst du was sagen, Anton? Wir haben ja fast nichts mitbekommen. Heißt das nein? Du willst nichts sagen? Ja, genau. Okay, dann ist Gela dran. Gela, möchtest du was sagen? Ja, genau. Sekunde, ich stelle dich erst wieder lauter, ja? Einen Augenblick. Ja, wenn ich die Worte finde. Jetzt kannst du loslegen. Ja, wenn ich die Worte finde, die mir so im Gemüt rumwandern, mit. Nee, ich bekomme es noch nicht auf die Zunge. Tut mir leid. Kein Problem, dann mach in der nächsten Runde. So, Gela hat jetzt also nochmal weitergegeben. Wo bist du? Da, jetzt Gela, hörst du mich wieder wahrscheinlich? Ja, also, mein nächster Beitrag. Also, geschwisterliches Teilen, hat Öffi gerade gesagt, Gerechtigkeit. Ich muss mal etwas ansprechen, was also die naturwissenschaftlichen Professoren jetzt da sagen würden. Die würden jetzt zum Beispiel sagen, ja hoppla, die gefährlichsten Sparten der Welt sind ja die Sozialsparten, die uns alle falsche Vorstellungen von Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit und so weiter eingeimpft haben und die dann über vorteilbringende Irrtümer uns manipuliert haben. Denn die Naturwissenschaftler würden sagen, leider müssen wir mit einer winzigen Tatsache leben, mit einer kleinen Kleinigkeit, nämlich dass die Evolution ein ganz grausames, brutales Ding ist. Die Evolution ist so grausam, dass man sagen kann, die Evolution ist ein, ich habe jetzt für alle Zuschauer, Gela, du siehst das jetzt nicht, die gaußsche Normalverteilung eingeblendet. Die Evolution sei, sagen die Naturwissenschaftler, eigentlich ein Ungleichheitsgenerator, also ein Erzeuger von Ungleichheit. Die Menschen hatten vor, unsere Urgroßeltern hatten vor 4 Millionen Jahren etwa einen halben Liter Gehirngröße im Durchschnitt, das schwankte sicherlich so zwischen 300 und 700 oder 800 Millilitern, also so ungefähr ein halber Liter Motor im Kopf gehabt. Und heute haben wir im Durchschnitt 1,35 Liter Hubraum. Es gibt manche Menschen, die haben 2 Liter Gehirne. Und manche werden durch die Lotterie der Gene sozusagen, die genetische Lotterie, die bei jeder Entstehung eines Kindes abläuft,
kriegen die einen die Genetik für ein 1 Liter Gehirn und die anderen die Genetik für ein circa 2 Liter Gehirn. Ja? Und diese Ungleichheit ist leider, da würden jetzt die Naturwissenschaftler sagen, grausames Naturgesetz. Die ganze Evolution kann nur dran, läuft immer nur dann voran, wenn systematisch in jeder Eigenschaft Ungleichheit erzeugt wird. Der eine hat die Genetik für eine Körperlänge von 2,35 Meter. Der andere hat die Genetik für eine Körperlänge von 1,35 Meter als Erwachsener. Und diese schreckliche Ungleichheitserzeugung, die haben die Sozialsparten einfach weggeredet und gesagt, die gibt's nicht. Es gibt leider, es gibt diese biologischen Tatsachen gar nicht, sondern die gibt's nicht. Die hat's nie gegeben. Alle Menschen sind gleich. Alle Kinder, wenn sie neugeboren sind, sind potenzielle Genies. Also sind alle potenzielle Träger von 2 Liter Gehirnen quasi. Das denken wir Sozialspartler uns einfach so. Das ist einfach, aus jedem Kind kann man jetzt ein Genie machen. Das, da würden jetzt die Biologen, um die Pointe noch anzuschließen, hat schon wieder gepiepst bei mir, die Pointe anzuschließen noch ganz kurz. Das heißt, dass wir dem Thema Überbevölkerung in der Welt uns solchen Themen nur zurechtkommen und Übernutzung der Erde auch durch die relative Überbevölkerung auf der Welt, dass wir das nur in den Griff bekommen, wenn wir uns sagen, ja hoppla, wollen wir wirklich, dass alle geschwisterlich immer gleich viel zu essen bekommen und deswegen dann auch alle ganz viele Kinder bekommen? Und wir irgendwann ein Planet, der 40 Milliarden Menschen sind, der allein schon an der Menschenmasse erstickt? Oder müssen wir damit umgehen? Das ist jetzt meine Frage daran. Wie lässt sich die Idee des totalen geschwisterlichen Teilens mit der Frage von 50 Milliarden Menschen auf der Erde lösen und vereinbaren? Ja, ich gebe weiter. Ja, danke schön an die Vorredner zu der Beantwortung der Frage von Dylan. Ich bin ein Fan auch der Wahrnehmung und Respektierung von Unterschieden. Ich denke, das steckt aber auch im Prinzip des liebeskommunistischen oder menschheitsgeschwisterlichen Teilens mit drin. Denn das ist ja dieses alte Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, damit es allen gleich gut gehen kann. Und egal halt, wie groß oder klein die Gehirne der Menschen sind, wir sind erstmal verbunden durch eine grundlegende Schwelle, nämlich alle das Animal Rationale oder Homo Sapiens und so weiter zu sein. Man kann es auch so sagen, wenn ein Mensch das Denkvermögen hat, im Wesentlichen so wie ich über seine Werte und Sinnorientierung nachdenken zu können, wie sieht's aus mit der Begründung von mir, darüber hinwegzugehen, also ihn fremd zu bestimmen oder zu unterdrücken? Das ist ein zentrales Argument dafür, dass die Gewaltfreiheit unter uns Menschen dran ist, weil wir alle denkend in der Lage sind, uns selbst zu orientieren und weil die Unterschiede vielleicht, die da existieren, nicht so sind, dass einer jetzt sagen könnte, er weiß es so besser oder ist so überlegen, dass er über die anderen fremdbestimmend herrschen, Gewalt anwenden oder sie unterdrücken dürfte. Da sprechen viele Argumente, wenn man das auch genauer analysiert, dafür, dass die Gewaltfreiheit die Hauptstrategie unter uns sein sollte. Und wenn wir diese grundlegende Gleichheit und den Respekt, miteinander gewaltfrei umzugehen, wenn wir das als Basis haben, dann werden wir uns auch gegenseitig trotz aller Unterschiede so respektieren, dass wir geschwisterlich miteinander teilen wollen. Also in diesem Prinzip, wie ich das beschrieb. Und das kann uns dann helfen, alle möglichen Schwierigkeiten, auch die Überbevölkerung, locker zu lösen, sag ich mal. Weil der Kern der Gleichheit oder Gleichberechtigung ist die Argumente-Gleichberechtigung. Dass wir halt als denkende Menschen miteinander frei denken können. Und das nicht sich durchsetzt, wer lauter schreit oder besser boxt, sondern dass sich die Argumente zum Wohle aller durchsetzen mögen. Also sprich auch die Stimme natürlich besonderes Gewicht hat von jemandem, der mit diesen Argumenten auftreten kann oder einwirken kann.
Und ich mache es ganz drastisch. Das kann dazu führen, dass geschwisterliches Teilen einerseits bedeutet eben, dass wie bei den Bonobos alle so viel Zärtlichkeit miteinander austauschen und Sexualität in der Kommune. Und dass alle sich für Kinder sozusagen so fühlen, wie das sind die Kinder des Dorfes oder die Kinder des Stammes. Also nicht das, was weiß ich, die einen haben ein erfülltes Familienleben mit mehreren Kindern und die anderen sitzen alleine in der Ecke, sondern Kinder sind die Kinder des Stammes. Also sowohl an der Zärtlichkeit, Sexualität, wie auch an der Freude an den Kindern können alle so sehr stark Anteil nehmen. Und trotzdem kann es so sein, also ich sage es ganz krass, aber es ist sehr vernünftig in meinen Augen, dass die Partnerwahl im Sinne einer freien, vernünftigen Zuchtwahl geschieht. Also die Frage, welche Paarung geschieht, woraus Kinder dann entstehen, sollte sich auch nicht nur nach den Äpfeln, die jemand wie bei den Bonobos hinlegt, also ein Männchen ist stark, weil es viele Äpfel hinlegen kann, sondern es sollte sich nach den höchsten Leistungsfähigkeiten richten, die die Menschheit in sich kultivieren will, weiterentwickeln will. Und da müsste sich keiner groß benachteiligt fühlen, also weil es entgeht keinem an Lebenslust und es ist der Vorteil aller, dass dann eben die besten Leistungsfähigkeiten möglichst gut weitergezüchtet werden. Ich drücke es auch mal so aus, also wir Menschen sehen einen großen Teil unserer Humanität oder unseres Humanismus darin, die Selektion nach dem Recht des Stärkeren oder die Selektion im brutalen Überlebenskampf außer Kraft setzen zu können. Das ist toll, das sollten wir auch tun, soweit wie es möglich ist. Aber wenn wir dann nicht Genverfall oder eben Gentechnik haben wollen, dann wird als Strategie für die weitere Vorwärtsentwicklung der Genqualität so etwas wie diese freiwillige, vernünftige Zuchtwahl so ziemlich die Lösung sein, die uns von den Argumenten her sehr gut überzeugen kann. Okay, aber das mal so als Anregung. Ne? Wie gesagt, ich bin heiß darauf, mit euch allen da im Forum auch, also auch an solchen Stellen weiter zu diskutieren. Und wir können uns die Geschwisterlichkeit, die Menschengeschwisterlichkeit dann bestens erlauben, mit der vernünftigsten Weiterentwicklung und vernünftigsten Einstellung der Menschenzahl auf diesem Planeten und Einstellung der Weiterentwicklung unserer Gene und Fähigkeiten. Ich gebe weiter. Ich gebe gleich weiter an die Antonia. Sekunde, jetzt geht's ja, besser. Ja, mir schwirrt eine Frage im Kopf, und zwar, wenn wir uns da irgendwie, sag ich mal, drauf einigen, wie das mit der Menge an Menschen sein hat oder soll, und wenn es dann prinzipiell überschreitet, was wäre dann die Tat, die man dann umsetzen würde? Also, wenn es da jetzt eine festgelegte Sache gibt und das bewusste Zucht sein soll und das aber dann doch irgendwie anders ausartet, vielleicht ein bisschen blöd beschrieben, aber ich benutze das Wort jetzt mal, was wäre dann die Sache, die man dann tun würde, könnte, weil dann lässt es sich ja letzten Endes doch wahrscheinlich auch nicht aufhalten. Gebt mal weiter. Ja, Gela, hast du dich sortiert? Möchtest du jetzt? Augenblick, ich drehe dich wieder laut, ja? Ja. So, jetzt kannst du loslegen. Ja, gut. Also, das mit der Überbevölkerung, das stört mich ein bisschen. Ich glaube nämlich, dass wenn man die Menschheit wirklich wahrhaftig aufklären würde, und nicht sowas wie die Kirche keine Kondome verteilen oder überhaupt viel im Ungewissen lässt auf der Welt, dann es wird so viel Nahrungsmittel weggeschmissen. Jeder Bauer kennt das, der seine Milch wegschüttet, weil er über den sein seine Quote ist oder Gemüse, das nicht verkauft werden kann, weil es zu krumm, zu gerade oder was weiß ich was ist. Also
Moment genug Lebensmittel gäbe, um die Menschheit zu versorgen. Und vor allen Dingen, also nicht mal jetzt, und ich glaube auch nicht, dass die Weltbevölkerung arg viel weiter wachsen würde. Aber wenn man die Bevölkerung wirklich aufklären würde, dann könnte auch diese Ängste den Ängsten entgegengetreten werden. Dass die Menschen, also dass nicht die Menschheit, sondern die Menschen unterschiedliche Entwicklungen haben oder in unterschiedlichen Entwicklungsstadien sind. Das heißt durch Schule, durchs Umfeld, Gehirngröße. Wobei ich glaube, eine Gehirngröße sagt noch nichts aus über den seelischen Wert, den ein Mensch hat, ob er zum Beispiel parasitär ist oder ob es ein schöpferischer Mensch ist. Glaube ich nicht, dass das irgendwas über die Gehirngröße aussagt oder dass die Gehirngröße etwas damit zu tun hat. Ob er sich der Welt gegenüber ausbeutend oder eben parasitär verhält. Also ich denke, Aufklärung, eine ehrliche Aufklärung, ohne verteilsbringender Irrtümer, wie du so schön sagst, würde ein großes Problem oder viele Probleme oder alle Probleme lösen. Dann gebe ich jetzt weiter. Das war's. Ja. So. So, jetzt müsste Gela wieder gut hören. Ja, also. Ich glaube, ÖFF hat ja sowas gesagt wie freiwillige Zuchtwahl. Das klingt schon sehr vernünftig alles. Ich will das Problem nochmal, was die Naturwissenschaftler skizzieren würden, also nochmal ganz deutlich so sagen. Ja, denn ÖFF hat ja auch eben gesagt, damit es allen gleich gut gehen kann. Jetzt gibt es in der Natur mehrere Mechanismen, warum die Natur eigentlich kaum Überbevölkerung kennt oder sehr wenig Überbevölkerung kennt. Erstens sind eben die Menschen in der Natur nicht durch vorteilbringende Irrtümer Gehirn gewaschen, sondern legen ein natürliches Stillverhalten an den Tag. Also die sind körperlich völlig frei. Und deswegen stillen die und sind zärtlich mit ihren Kindern. Man sieht das bei den Naturvölkern und naturnäheren Völkern. Es gibt ja keine Naturvölker außer den Bonobos mehr. Aber bei den naturnäheren Völkern sieht man das ja, dass nackte Mütter nackte Kinder am Körper haben und dass diese nackten Kinder ständig an der Brust und so weiter der Mütter rumturnen und so weiter und dort rumhantieren und saugen und so weiter. Und das führt erst einmal dazu, dass die Geburtenzahl drastisch reduziert wird, weil das Ganze wirkt auf den nackten Körper der Mutter, das Signal, da ist ein Kind vorhanden, also Empfängnis wird abgeschaltet. Das heißt, diese Mütter können mit dem Baby in der Nähe des Körpers so viel Sex mit Männern haben, wie sie wollen, die können gar nicht schwanger werden, weil ihr Körper umgeschaltet ist auf, da ist ein Säugling, da ist noch ein Baby, auch wenn es jahrelang gestillt wird, viele Jahre gestillt wird, vielleicht sogar sehr viele Jahre gestillt wird, sodass wir das schon als unanständig empfinden, so lange, weil wir ja so verklemmt erzogen sind, ja, und so körperfeindlich erzogen sind, dann kommt es da schon kaum noch zur Überbevölkerung. Bei den Kalahari-Buschleuten, da kriegen die Mütter alle 6 Jahre ein Kind, da kommt es dann also praktisch nie zu Überbevölkerung. Ja, vielleicht ist sogar aber bei Menschen sogar der Geburtenabstand von 8 Jahren eher natürlich zum Beispiel. Ja, gut, also
Das befreite Stillverhalten wäre ein Weg, um einen Geburtenrückgang zu erzeugen. Aber in der Natur gibt es immer noch auch einen anderen Mechanismus. Nämlich immer auch den Mechanismus, dass in der Natur bei einer relativen Nahrungsknappheit der Körper der Frauen darauf reagiert, dass die Empfängnisbereitschaft abgeschaltet wird. Was heißt, bei Nahrungsknappheit kommt es zu einer hormonellen Umstellung im Körper und es wird auf Empfängnisverhütung umgeschaltet. Dadurch kommen also Frauen, die in der Natur, in Gemeinschaften leben, in Kommunen leben, die also nicht so die Fähigkeiten haben, an Nahrung ranzukommen, die also aus irgendwelchen Gründen weniger Kompetenzen haben als andere Gruppen, da kommt es dann zur Empfängnisverhütung und diese Gruppen schrumpfen dann und sterben wahrscheinlich auch irgendwann aus. Ja? Und die linke Frauenemanzipationsbewegung hat ja einen Satz gehabt, mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir. Die Rechtsradikalen streiten ja immer dafür, dass die Frauen jedes Kind austragen müssen, sogar das Ergebnis einer Vergewaltigung austragen sollen und müssen und so weiter. Ja? Aber die linke Frauenemanzipationsbewegung war, mein Bauch gehört mir und in der Natur galt das Naturgesetz, mein Neugeborenes gehört mir. Und das war die einfache Tatsache gewesen, wenn ich als Mutter, sei es in einer Kommune lebe, die nicht fähig ist, Nahrung zu besorgen, oder ich selbst arbeitslos bin und also eigentlich kein Kind ernähren kann, dann entscheide ich mich aktiv und bewusst gegen dieses Kind, weil wenn dieses Kind groß wird, dann wird es wieder wahrscheinlich sich nicht ernähren können und wird wieder Kinder in die Welt setzen, die sich nicht ernähren können und so weiter. Und dann wächst die Überbevölkerung auf 50 Milliarden und am Ende haben wir eine sehr schlechte Gesamtsituation auf der Erde mit aller Übernutzung aller Ressourcen und so weiter. Die Frage ist halt, wie lässt sich der Satz, damit es allen gleich gut gehen kann, wirklich damit kombinieren, dass die Naturwissenschaftler sagen würden, ja, aber es muss eine irgendwie geartete Regulierung, wie sie die Natur kennt, des potenziell unendlichen Geborenwerdens von hungernden und wieder hungernden Kindern und so weiter. Da muss irgendwie etwas geschehen. Und ob man da nicht doch von dem Vorbild der Natur lernen sollte. Ich gebe weiter. Wir suchen ja auch schon dann bald jetzt die Endrunden, ne? Aber ich gebe diese Frage nochmal in die nächste Runde rein. Gell? Tschüss. Ich gebe weiter. Ja, ich greife das allerdings auf. Schon mal das Letzte, was du sagst, Dylan. Also wir haben jetzt auch gleich 10 Uhr. Wir können ja die Themen auch in weiteren Treffen und im Forum weiter auswalzen. Deshalb sage ich noch ein paar Thesen, ne, und umarme euch dann schon mal und sage Tschüss. Ja, also ich stimme erstmal Gela zu, Aufklärung als Schlüssel stimmt. Aber die Aufklärung wird dann nicht bedeuten, dass wir sagen, ja, wir können das mal alles laufen lassen oder wir haben schon genug Nahrung und wir müssen da kein Maß halten oder kein Haushalten mit reinbringen. Sowohl die Zahl der Menschen wie auch das Ausmaß ihrer Gier, Konsumbedürfnisse zu befriedigen, sprengen den Rahmen. Wenn wir es nicht schaffen, durch vernünftiges Denken und Willensdisziplin Maß zu halten. Ich glaube, da ist kein anderer Automatismus, der uns retten kann, außer diesem, wir identifizieren uns mit der Vernunftseele oder platt gesagt, wir werden vernünftig und halten das Vernünftige auch ein. Und insofern glaube ich auch, dass das, was Dylan angesprochen hat, das ist alles gut und schön, auch mit den Naturmechanismen durch Stillen, dass dann weniger Kinder geboren werden und so weiter. Aber auch das wird uns Menschen nicht retten können, solche Mechanismen, wenn wir nicht vernünftig den Lebensrahmen entsprechend einstellen. Also die Tatsache, dass da Menschen plötzlich eben Kinder wie wild geboren haben, ob jetzt hier in Europa oder im Westen,
die sogenannten Proletarier, das war in der Industrialisierung, die Menschen, die entwurzelt waren aus ihren dörflichen Lebensgemeinschaften, sagen wir mal den Reststämmen, die in die anonyme Splitterwelt der Städte gekommen sind, die hatten nur die Perspektive oder sahen für sich nur die Perspektive, viele Kinder zeugen, eins davon wird vielleicht das Geld dran schaffen können, um uns hier über Wasser halten zu können. Sie hatten nichts als ihre Kinder mehr. Sie hatten keine soziale Struktur, die sie geborgen und aufgefangen hat. Und das sind alles Fragen, die müssen wir Menschen schaffen. Wir müssen das durch vernünftig werden und vernünftiges Maß halten und haushalten. Müssen wir die Lebensumstände insgesamt so einrichten, dass es verantwortlich werden kann. Und Einzelsplitter oder Automatismen, also Splitter jetzt wie dieses Stillverhalten oder Automatismen wie wir werden schon genug Nahrung haben, werden das nicht leisten können. Und jetzt werde ich ganz kühn wieder in meinen Thesen oder Prognosen, auch eingehend auf das, was die Antonia gesagt hat. Vernünftig werden heißt nicht nur sowas wie die freie, vernünftige Zuchtwahl. Also das kommt bei mir ja auch ganz weit hinten, wenn ich mit Leuten rede. Ich rede ja nicht mit ihnen erstmal über sowas. Ich rede ja erstmal mit ihnen über das, was sind wir als Menschen, was macht uns glücklich. Ne? Halt die Vernunft oder das Post-Conventional Level, echte Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Und daraus würden sich ja auch alle anderen Dinge ergeben. Wenn wir Vernunft-Menschen sind, wenn wir diese Persönlichkeits- und Verantwortungsreife haben und wir machen freie Argumente-Kultur, dann kommt das andere ja raus. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass es rauskommt, wenn wir so vernünftig sein wollen, uns das ausarbeiten innerlich und so miteinander all die Fragen besprechen und möglichst gut klären. Aber deine Frage war, was passiert, wenn dieses Vernünftige dann doch nicht gemacht wird, nicht eingehalten wird? Also erstmal, es ist sehr basisdemokratisch. Also in den Stämmen würden die Stammesräte oder Familienräte, Menschheitsfamilienräte zusammenkommen. Und sie würden all diese Dinge überlegen, ob jetzt, wie können wir unsere Gene möglichst gut weiterentwickeln, wo ich übrigens glaube, dass das Hirnvolumen durchaus auch zu tun hat mit der Leistungsfähigkeit des Menschen zu denken und überhaupt Bewusstsein hoch zu entwickeln. Aber natürlich nicht nur die kalten rechnerischen Intelligenzquotientsmaßstäbe, ne, sondern wie gut organisches Denken funktioniert, wird als eine besondere Intelligenzqualität dann gelten und so weiter. Also ich glaube, dass schon im Kleinen, ob die Gewaltfreiheit funktioniert, ob die Vernunft funktioniert, ob wir verantwortlich sein wollen aufs Ganze, in all den Punkten können wir auch dagegen handeln. Aber wir Menschen sind untereinander so auf gleicher Ebene, dass wir die anderen nicht mit der Keule erziehen oder ausrotten dürfen, um die Verantwortung einzuführen. Wir müssen erstmal ganz lange als gleichberechtigte Vernunftwesen auf Vernunft und Argumente bauen. Gewaltfrei und mit Aufklärung. Aber wenn wir das nicht schaffen, also ich sehe nicht, dass ich als Mensch dann sagen kann, das ist eine Fehlentwicklung der Natur und sie wird jetzt abgeschaltet. Aber ich mache mal eben eine krasse These daraus. Wir sind an der Schwelle, künstliche Intelligenz zu entwickeln. Die Algorithmen, die Grundprogrammelemente auch der Computer, sind bestmögliche Lösungsprogramme oder Lösungsformeln. Yuval Harari, der Zukunftsforscher, sagt, wir Menschen sind auch eine Form von Algorithmen. Wir haben eine Form von Problemlösungsmodell, was die Natur in uns entwickelt hat. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Wenn die künstliche Intelligenz imstande wäre, aufs Ganze gesehen vernünftig und verantwortlich zu handeln, dann hat sie das Recht, das Steuerruder zu führen oder hier die Regie zu übernehmen und der Mensch hat es nicht mehr. Also wir spielen rum mit dem Gedanken der Verantwortlichkeit nach dem Motto, wir sind die Menschen, die Krone der Schöpfung, uns darf keiner kommen. Man darf nicht sagen, dass wir eine Fehlentwicklung sind und am besten abgeschaltet werden sollten, wenn wir nicht verantwortungsfähig sind. Aber ich glaube, ein verantwortungsbewusstes Menschlein vom Mars oder Marsmännchen, was auf die Erde guckt, wird sagen, Fehlentwicklung. Wenn sie gestoppt werden kann, muss sie gestoppt werden, ersetzt werden durch eine verantwortungsfähige Art. Ob biologisch oder künstlich intelligent. Alles klar, damit seid alle umarmt durchs Internet und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, kommt ins Forum. Wir können gerne die Dinge dann auch hier beim nächsten Samstag oder einer sich bietenden Gelegenheit weiter diskutieren. Herzlich, gerne. Ja, Termin. Donnerstag ist ja eventuell auch Termin für die, die möchten, gell? Donnerstag Talkshow eventuell mit der Basis Österreich. Ja, danke schön. Dann
gucke ich mal, was ich im Forum finde. Die Antonia ist, glaube ich, gerade am Fokussieren. Vielleicht hat sie es jetzt schon geschafft. Ich sage auch tschüss, ganz viel Spaß. Ja, ich hatte noch eine Frage an den Dylan. Ich versuche es nochmal zusammenzukriegen. Also du hattest ja zwei Szenarien beschrieben, die Einfluss nehmen. So, zweitere ist mir geläufig, allein aufgrund dessen, dass ich auch weiß, dass wenn du zu wenig Nahrung hast, hat der Körper nicht genug Kraft, um alles in Gang zu kriegen, was sonst möglich wäre. Und damit wäre der weibliche Körper auch nicht in der Lage, irgendwie ein Kind zu gebären und kann dementsprechend auch alle anderen Grundlagen dafür nicht bilden. Das Szenario, was du davor beschrieben hast, da hatte ich irgendwie eine Frage zu. Und ich glaube, das hatte mit dem biologischen Kontext zu tun, also wie das zusammenhängt. Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen. Vielleicht reicht das als Stichwort, dass du mir dazu was sagen kannst. Und ansonsten verabschiede ich mich hiermit auch und würde sagen, bis bald. Kurze Idee, du meinst wahrscheinlich, dass die Kinder so lange gestillt wurden über Jahre und dadurch die Körper nicht schwanger werden? Oder was meinst du? Ja, genau. Okay. Gut, liebe Gela, bitte. Ja. Meine Schlusswort ist... Moment, du musst noch mal ansetzen. Ja. Jetzt hört man dich. Schön. Also, vorher kam das Stichwort, die Krönung der Schöpfung. Der Mensch ist ein schöpferisches Wesen und ich denke, wenn er sich leben kann, aus sich selber schöpfen, dann ist er auch zufrieden. Und genau, dann würde auch, wenn über die Medien aufgeklärt wird und über die Schule die Bildung Wahrheit verkünden oder eine wahrhaftige Bildung auch gegen die Ausbeutung und ja, einfach eine ehrliche Bildung oder eine ehrliche Meinung geschaffen wird über die Medien. Dann wird der Mensch sicher auch zufriedener und braucht die Reize nicht mehr, das meine ich eben hier, mit dem er wiederum eben in die Umweltverschmutzung oder Ausbeutung eingreift. Das ist dann noch ein Gedanke, den ich jetzt hatte. Und ich verabschiede mich dann auch von euch. Dylan, ich habe das beim Wahrheitskongress gehört. Auch sehr spannend. Dann verabschiede ich mich. Tschüss. Tschüss. Ja, beim Wahrheitskongress. Beim Wahrheitskongress haben mich ja sehr viele gesehen, ja. Und da kriege ich auch immer wieder Anrufe und so weiter. Aber nochmal zurück, weil wir ja das Ende suchen für heute. Nochmal zu dem befreiten Stillverhalten. Ich habe da so ein bisschen die Ebene verwechselt. Also das mit dem Stillverhalten ist eigentlich jetzt erstmal für die Kommune nicht so wichtig. Das ist mehr eine politische Frage. Da geht es also darum, dass man festgestellt hat oder dass jedenfalls Frauen behaupten, in der tantrischen Tradition behaupten, dass wenn sie regelmäßig ihre beiden Brustwarzen in gewisser Weise stimulieren würden, dass das quasi in dem Körper dasselbe hormonelle Signal auslösen würde, wie wenn ein Baby über viele Jahre gestillt wird und dass das dann die Empfängnisverhütung hormonell abschalten würde und dass man so also auch natürlich Empfängnis verhüten könne. Na? Ich kann das nicht nachprüfen, ich bin ein Mann, kann das schwer nachprüfen, aber daher kommt diese Grundüberlegung, dass es da wohl offensichtlich Mechanismen gibt, wie die Natur versucht, Überbevölkerung zu verhindern bei hochentwickelten Säugetieren. Ja? Und der Mensch ist eigentlich das einzige hochentwickelte Säugetier, das so krank und kaputt ist, dass es Massenüberbevölkerung kennt.
obwohl man auch bei Elefanten in Afrika ja immer wieder auch berichtet, dass die durchaus sich so munter vermehren würden, dass sie ganze Regionen auch zerstören könnten, von den Bäumen her und so weiter. Naja, also so ganz sicher ist, weiß ich nicht, ob diese Aussage so richtig ist. Aber ich will es nochmal ganz kurz abschließend beschreiben, dass bei der Kommune sich dieses Problem eigentlich gar nicht stellt. In der Kommune, wenn es so wäre, dass in der Kommune auch ein Teil nach dem Prinzip der Gruppenehe lebt, der urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe sozusagen, dann würde es sowieso so laufen, dass die Frauen in erster Linie Kinder bekommen würden, durch automatische innerkörperliche Mechanismen, die längst erforscht sind, aber der Masse noch nicht bekannt sind, dafür sorgen, dass eben die, ja, eben wie Öffow ja vorhin richtig beschrieben hat, dass gerade die Männer, die den größten und wertvollsten Gesamtbeitrag, und das ist sicherlich nicht einfach das Früchte hinlegen, sondern vielleicht auch das Gesamtwohl der Kommune in der gesamten Welt am besten im Auge zu haben und da die richtigen Lenkhinweise zu geben und so weiter, dass diese dann auch die aller Wahrscheinlichkeit nach die Väter aller der meisten Kinder in der Kommune werden und dadurch sozusagen sich die auch die Weiterentwicklung der Genetik sozusagen im positiven Sinne nichts im Wege steht sozusagen und dadurch auch sozusagen automatisch die Tendenz entsteht in solch einer Gruppenehenabteilung, dass eben ja die eher leistungsschwächeren Männer, die also weder verantwortungsbewusst für das große Ganze beitragen, noch nennenswert Früchte heranliefern können und so weiter, dass die eigentlich nur sehr selten der Vater eines Kindes werden und dadurch lösen sich diese Probleme alle von selbst, die ich da vorhin angesprochen habe. Die tauchen dann gar nicht als Problem auf, weil dann diese Naturmechanismen ja selber greifen würden. Aber das gilt dann vielleicht auch nur für diesen Gruppenehe-Anteil im Rahmen einer Kommune. Ja, aber wie gesagt, das können wir ja alles auch weiterhin im Forum freie-argumente-kultur.de findet ja durchaus eine sinnvolle Diskussion statt. In dem Netforum ist ja ein bisschen das Chaos ausgebrochen, aber da wollte sich ja öfter irgendwann drum kümmern, dass da vielleicht wieder ein bisschen wirklich echte inhaltliche Diskussion in Gang kommt. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir wieder eine schöne Sendung im Kasten und wir können uns für heute wieder alle voneinander verabschieden. Es sei denn, die Schlüsselfrage ist immer noch, wenn jemand noch was ganz Wichtiges hat, dann nur zu. Ansonsten würden wir alle auf Wiedersehen rufen. Tschüss, Gela sagt auch tschüss. Ciao, ciao. Luis sagt auch, FF sagt auch tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, die Maschine stoppe ich jetzt.